Wir machen heute einen leckeren Backfisch und ich zeige dir, worauf es ankommt, wie einfach das Ganze ist und worauf du achten solltest. Also dranbleiben. Herzlich willkommen in der Kochschule Düsseldorf. Mein Name ist Sven Strenger und ich zeige dir heute, wie man einen leckeren Backfisch macht. Dazu brauchen wir natürlich ein bisschen Bier. Das gebe ich schon mal hier in die Schüssel. Und natürlich werde ich euch alle Zutaten abwiegen und dann schreiben wir die unten in die Beschreibung, damit ihr das genau so nachmachen könnt. Dann geben wir in das Bier etwas Salz und Pfeffer oder ich habe hier so ein leckeres selbstgemachtes Gewürz. Wenn euch interessiert, wie das funktioniert, dann klickt doch einfach mal hier, da findet ihr nämlich das Video dazu. Gebe ich schon mal ein bisschen was rein, weil das Salz sorgt dafür, man sieht es hier sehr schön, ne, dass die Kohlensäure so ein bisschen flöten geht. Ein bisschen was von der Kohlensäure wollen wir haben, aber nicht alles. Ja, muss schon ordentlich gewürzt sein. Dann nehmen wir etwas Backpulver, so einen Teelöffel sollte reichen. Verrühren das, jetzt blubbert es natürlich noch mehr. Dann geben wir Mehl hinzu. So, jetzt sind 200 Gramm Mehl drin. Und jetzt ganz wichtig, also es ist schon ein schöner Teig. Jetzt stellen wir den Teig für 10 Minuten in den Kühlschrank, ne, damit schön, ihr kennt das, das Mehl die Feuchtigkeit aufnehmen kann und der Teig ein bisschen kompakt wird. Und dann gucke ich mal, ob noch ein bisschen Mehl vielleicht rein muss. So, das sieht schon ganz gut aus. Ich gebe aber noch ein bisschen Mehl dazu. So, also wir haben jetzt hier genau 250 Gramm Mehl, ne? Schreibe ich euch aber nochmal in die Beschreibung und dann könnt ihr das auf jeden Fall nachkochen. Und ihr seht, die Konsistenz, ne, die muss so ein bisschen wie so ein guter Vanillepudding sein. Fett ist heiß, ne? Wichtig ist, das muss auch ordentlich heiß sein, aber nicht zu heiß. Und nimmt am besten Rapsöl oder irgendein Frittierfett dafür. Dann nehmen wir unser erstes Stück Fisch. Guckt, dass der schön trocken ist, abgetupft. Ne? Ich habe jetzt hier Seelachs. Ihr könntet auch Rotbarsch nehmen. Kabeljau ging auch. Bloß da müsst ihr aufpassen, der ist ein bisschen dicker und zerfällt sehr schnell. Ne, aber der Klassiker ist so Seelachs. Das habe ich hier noch ein bisschen Mehl reingegeben. Ne? Nochmal kurz melieren, dann haftet der Teig besser. Nun macht das am besten auf so einem Teller. Ganz leicht melieren. Und dann durch den Teig ziehen. Das ist immer hilfreich, wenn man hier so eine Pinzette hat. Man kann auch mit den Fingern reingehen. So. Guckt, dass wirklich von allen Seiten schön was dran ist. Bereitet euch am besten schon so ein Backblech mit ein bisschen Küchenkrepp vor, ne, damit ihr dann hinterher auch den Fisch darauf abtupfen könnt. So, jetzt sehen wir das Ganze. Guckt, dass es schön bedeckt ist alles, ne? Aber nicht zu sehr tropft. Und deswegen muss der Teig auch so eine kompakte Masse haben. Ne? Also der Teig darf nicht zu dünn sein, sonst läuft einfach alles runter. So, jetzt kommt er ins heiße Fett. Vorsicht, könnt ihr ein bisschen spritzen. Zack. Oh, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Legt euch am besten schon mal, nehmt euch direkt so eine Kelle zur Hand, ne? Vielleicht müsst ihr den umdrehen, je nachdem, wenn er so ein bisschen an der Oberfläche schwimmt, damit er gleichmäßig braun wird. Und passt auf, es könnte spritzen, ne? Gerade wenn da so ein bisschen Flüssigkeit von dem Fisch rauskommt. Also vorsichtig sein. In der Fritteuse das zu machen mit so einem Korb ist immer schwierig, weil der Teig dann in diesem Korb hängen bleibt. Also ihr müsst in der Fritteuse dann auf jeden Fall den Korb rausnehmen. Ihr müsst aber aufpassen, wenn unten diese Heizstäbe drin sind, ne, dass der Teig dann sich auch darum legt. Deswegen am besten funktioniert es wirklich im Topf oder es gibt extra so Backfischfritteusen. So, und das geht auch wirklich schnell, ne? Wenn der goldbraun ist, ist das Ganze fertig. Bisschen noch. So, das Ganze braucht nicht lange. Ne, jetzt nehmen wir den schon mal raus. So schön abtropfen lassen. Und dann aufs Küchenkrepp. So, jetzt checken wir mal beim ersten, ne, ob der was geworden ist. Bevor er jetzt alle fertig macht, ne, und hinterher werden die nichts. Einfach mal gucken, ob die schon durch sind. Kleiner Tipp, könnt auch den Backofen vorheizen, ne? Und wenn ihr jetzt ganz viele machen wollt, dann legt ihr nochmal kurz rein. Wir sehen hier, ist auch ein bisschen glasig, ne? Ist aber nicht schlimm, besser so als andersrum. Dann wissen wir auf jeden Fall, dass es noch ein bisschen braucht. Ne? Aber dann einfach in den Backofen legen, ne? Bis die anderen fertig sind, ist der auch gut. Ne? Weil den können wir jetzt so nicht mehr reingeben, weil der jetzt schon angeschnitten ist. So, das Stück tue ich jetzt einfach mal hier bei 160 Grad nochmal kurz im Backofen, ne? Damit das auch richtig schön durch ist, weil natürlich, das ist topfrischer Fisch, ne? Aber der soll auch noch ein bisschen glasig sein, also nicht so total durch, ne? Aber wenn der komplett roh ist, dann legt den einfach nochmal kurz im Backofen. Das kommt halt auch vor, liegt aber auch daran, dass das Fett jetzt ultra heiß war und der von außen so schnell braun geworden ist, ne? Und dann innen roh ist. Deswegen, das Fett sollte nicht zu heiß sein, 170 Grad ist perfekt, wenn es heißer ist, ist es nicht so gut, weil Acrylamid entsteht. Und natürlich, weil der Fisch sonst von außen hinter schwarz ist und von innen roh. Probieren wir mal den nächsten. Den holen wir mal raus. Jetzt
Jetzt seht ihr hier, nach dem dritten Mal ist das Fett natürlich auch schon deutlich kühler. Ich habe vorhin den Topf einfach ausgemacht. Ne? Jetzt sieht man, der wird jetzt auch nicht so schnell braun. Deswegen, da müsst ihr so ein bisschen rantasten, dass die Temperatur stimmt. Deswegen ist es auch von Vorteil, wenn man einen großen Topf hat, ne, viel Fett, dann kühlt das natürlich nicht so schnell ab. Ne? Müsst ihr einmal die richtige Temperatur finden und dann so beibehalten. In der Fritteuse könnt ihr die Temperatur einstellen, das ist ein bisschen einfacher. Und ansonsten einfach nochmal kurz im Backofen packen, das macht dem nichts, ne? Der soll ja durch sein. Einfach bei 160 Grad legt er den nochmal 10 Minuten im Backofen, um auf Nummer sicher zu gehen. Dann ist er auf jeden Fall immer richtig durch. Oder alternativ einfach ein dünneres Stück Fisch nehmen. Weil ich glaube tatsächlich, dass diese Buden auf der Kirmes und so, die haben so sehr, sehr dünne Fischstückchen. Ne? Ich denke mal, das wird jetzt auch nicht der hochwertigste Fisch sein, aber das Ergebnis ist natürlich dann naja, besser. So, dann gucken wir mal. Unser Backfisch war jetzt nochmal 10 Minuten im Backofen, ne, ob er jetzt durch ist. Dann richten wir mal an. So, und das sieht sehr schön aus. Das ist mal die etwas, naja, ich würde mal sagen Premium-Variante im Vergleich zu der Kirmes. Ihr seht, schön knusprig, hier ist es noch leicht glasig. Ich wünsche dir viel Spaß beim Nachkochen.